Ja, jetzt kommen wir zur Praxis. Nochmal kurz, was sind so die wesentlichen Herausforderungen? Über den Planeten haben wir schon gesprochen. Eine zweite sehr große Herausforderung ist das Zusammenleben zu lernen. Und da sind wir ja gerade auch mit herausgefordert, unter anderem durch die Flüchtlinge. Und Menschen neigen ja dazu, sich mit seinesgleichen, mit Vertrauten zu umgeben. Da haben sie Vertrauen zu, und vor Fremden haben wir oft Abwehr und Angst. Und deswegen könnte man ja mal als Jahresthema setzen, vielleicht in ganz Oberösterreich oder in einer einzelnen Schule, das Thema sich mit Fremdem und Fremden anfreunden. Ja, total wichtig. Und dann können Sie mal die Schüler fragen, die Eltern, die Lehrer, was fällt uns da alles zu ein? Und dann haben Sie das mal als Jahresthema und können Ihre Schule eigentlich noch so belassen, wie sie ist. Brauchen noch nicht die Strukturen aufbrechen, aber haben ein sehr relevantes Thema. Und ich glaube, es werden sehr, sehr viele interessante Ideen, vor allen Dingen von den Kindern, kommen. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben das mal gemacht vor 20 Jahren, und da hat eine Klasse gesagt, wir möchten in fremden Familien mal wohnen. Und dann haben wir ausgelost, und dann hat man 14 Tage in einer anderen Familie gewohnt und dann nochmal gewechselt. Das war manchmal wie in einem anderen Kontinent. Und wir haben dann immer die Erfahrungen ausgetauscht und so. Eine wollte nicht mehr zurück. Und das haben wir dann aber auch gelöst. Ich wollte nur sagen, es muss nicht unbedingt etwas mit Migranten zu tun haben. Es kann auch mal sein, ich möchte mal einen jungen Gefangenen kennenlernen oder dies oder jenes oder einfach mal was ganz Fremdes als Beruf und so. Die Ideen müssen von den Kindern kommen, beziehen Sie die Eltern mit ein, und dann fangen Sie nicht an, wie schrecklich es ist, dass wir eine Rechtsbewegung haben, sondern sich mit Fremden und Fremden anfreunden, ist eine der größten Zukunftskompetenzen, ist halt mal positiv gesehen und nicht, indem man andere vielleicht so niedermacht oder nicht wertschätzt. Ja, oder auch die Vielfalt der Menschen und Sprachen würdigen. Machen Sie vielleicht alles schon, aber wie schön wäre es doch, wir kommen in eine Schule und werden willkommen geheißen in allen Sprachen der Welt, inklusive Gebärdensprache und Braille. Ist ein Willkommen, ein weltoffenes Willkommen. Oder die heiligen Bücher der Weltreligionen an exponierter Stelle als Zeichen von Weltoffenheit. Kein Weltfrieden ohne den Frieden der Religion. Und da stecken wir ja gerade voll drin. Und das sind alles Zeichen, das ist alles auch heimlicher Lehrplan. Und dann, was kann sich daraus entwickeln? Da wird sich einiges daraus entwickeln. Es gibt eine Stiftung, die heißt Stiftung Weltethos, nur mal als Idee, die haben ganz, ganz schönes Material. Unter anderem so ein Heftchen mit den ganzen Weltreligionen, immer auf einer Doppelseite, kostet nur 1,50 Euro. Und in der Mitte ist die goldene Regel aller Weltreligionen. Und dann sieht man, dass wir doch alle das Gemeinsame wollen und die Terroristen und der IS ja gar nicht der Islam sind. Ich habe gerade eine schöne Story gehört von einer Kollegin, die traut sich aber nicht, hier oben zu sprechen. Da haben die Kinder eine Feuerwanze gefunden und haben sich da intensivst mit der Feuerwanze beschäftigt und ein Aquarium gebaut und. Und dann haben sie herausgefunden, die lieben die Linden, und dann haben sie ganz viel über die Linden gelernt. Steht alles nicht im Biologiebuch erste Klasse, aber die Kinder waren begeistert bei der Sache. Ja, so, jetzt erzähle ich einfach mal ein bisschen über die, nicht ein bisschen, sondern ich stelle Ihnen jetzt mal die ESBZ vor, die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Wir haben sehr weit den Unterricht aufgebrochen, aber nicht als Kopiermodell, sondern als Beispiel, was man tun kann. Wir sind Ganztagsschule, gebundener Ganztag. Dann hat man natürlich unglaublich viel Zeit für sinnvolle Dinge. Und wir sind Gemeinschaftsschule. Bedeutet, wir nehmen alle Kinder, und die Gemeinschaftsschulen haben die Aufgabe, ihr dürft sie nie nach in Leistungsgruppen trennen. Sie kriegen ja gerade jetzt wieder rein, nach Leistung zu trennen in den oberen Klassen, aber da steht nirgendwo, dass die nicht in einer Klasse sitzen bleiben können und dass die wissen müssen, in welcher Leistungsgruppe die sind. Also da kann man auch sehr kreativ mit umgehen. Vielleicht machen Sie mal einen Arbeitskreis hier, kreativer Umgang mit Vorgaben der Regierung. Ja, da kommen bestimmt gute Sachen bei raus.
Und also um mal dieses Spektrum zu haben, wir haben Kinder mit Down-Syndrom, wir haben Kinder mit sozial-emotionalen Förderbedarf und dieses alles und auch ein paar mit Stempelchen Hochbegabung und. Also alle sozusagen. Ist ja auch gut, dass wir alle zusammen lernen dürfen. Und die Vorgabe ist eben, nicht nach Leistung trennen, positiv ausgedrückt, erfindet Lernformate, wie man mit großer Heterogenität gut umgehen kann. Da ist Deutschland nämlich wie auch Österreich um Jahrzehnte zurück gegenüber Ländern, die inklusive Systeme haben. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir Musterbrüche einbauen? Denn wir alle haben so unsere Muster und Annahmen im Kopf und ganz schnell fallen wir da wieder rein. Auch wenn wir was anderes wollen, zack, bist du wieder im alten Muster, auch als Eltern und so. Das passiert einem ja dauernd. Und Musterbrüche können einem helfen, wenn man Situationen schafft, die es erschweren, dass man in die alten Muster fällt. Ja, wir haben uns als erstes überlegt, wie können wir den Stundenplan so bauen, dass die Lehrer nur wenige Klassen haben und in denen viel Zeit verbringen. Bei uns heißt das in 3 Klassen. Das ist unser Team, das ist die Heimat der Lehrer. Jede Klasse hat 2 Lehrer, die für die Klasse verantwortlich sind, 6 Lehrer, ein Team, die treffen sich auch jede Woche, entwickeln gemeinsam auch wieder neue Ideen, helfen sich auch mal, wenn einer gerade nicht mehr weiter weiß und so weiter. Also nur in dieser Klasse Unterricht, weg von dem, von einer Klasse in die andere rennen, so ein bisschen wie in der Volksschule das auch möglich ist. Dann haben wir uns gedacht, wir arbeiten in Jahrgangsmischung. Ich muss noch dazu sagen, Berlin hat 6 Jahre Grundschule. Die kommen zu uns, wenn die in der 7. sind, also 11, 12 Jahre alt. Und dann 7., 8., 9. Jahrgangsmischung. Ist ja ganz normal. Macht man an der Sie sind doch in kleinen Schulen Jahrgangsmischung gewöhnt, in Grundschulen. Wieso wird die aufgelöst in der weiterführenden? Kinder lernen doch von anderen Kindern ganz viel. Wenn sie 4 Kinder haben in der Familie, sperren sie die auch nicht alle in Einzelräume, dass sie bloß nicht voneinander lernen. Oder sie gehen ja auch nicht in den Volkshochschulkurs für 43-Jährige und 28-Jährige. Das ist ja alles völlig irrational, was wir da machen, nur weil es irgendwie so ist, gewesen ist. Ja, die Schule hat 2 Eltern, deswegen ist das System so mächtig. Das eine ist die Kirche, daher kommt die Belehrungskultur und das andere ist das Militär. Daher kommt im Gleichschrittmarsch. Das ist so das kulturelle Erbe, was wir mit uns tragen. Aber wir befinden uns im 21. Jahrhundert, da können wir jetzt drüber hinauswachsen. Ja, also in Jahrgangsmischung kannst du dich nicht vorne hinstellen und heute machen wir Prozentrechnung. Das funktioniert nicht so gut. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben für die Basics, die man in den zentralen Prüfungen braucht, die haben wir jetzt erstmal nicht angezweifelt, das machen wir vielleicht später mal, aber für die Basics haben wir gesagt, konzentriert die Basics, aber selbst organisiert. Man kann sagen, Montessori mit modernem Material. Montessori macht das ja schon seit 100 Jahren. Du gehst deine eigenen Wege und bei uns gibt es aber auch iPads und dieses und jenes. Und die Kinder können sich morgens immer aussuchen, machen wir Deutsch, Englisch, Mathe oder Gesellschaftslehre. Für die 4 Fächer haben wir das. Man kann das auch noch für Naturwissenschaften auch noch machen. Bei uns ist das jetzt so. Ja, du kommst also morgens in die Schule und denkst, was will ich heute machen? Ach, heute mache ich Mathe. Dann gehst du in den Matheraum. Und der Matheraum ist deshalb Matheraum, weil in dem Klassenraum die Mathematerialien von 7 bis 9 stehen an einer Wand. Danach ist er wieder Klassenraum. Du brauchst also nicht zusätzliche Räume. Ne? Dann holst du dir dein Material, das ist in so einem Holzkasten. Man teilt jetzt Terme oder Bruchrechnen oder whatever. Und du weißt ja, wo du letztes Mal stehen geblieben bist. Und der Clou ist jetzt in Jahrgangsmischung, bevor du deinen Lehrer fragst, der auch im Raum ist, fragst du erstmal Mitschüler. Die können oft besser erklären als Lehrer. Die Wirksamkeit von Peer-Learning wird überhaupt noch nicht von uns genutzt. Das ist eine sehr wirksame Lernform für beide Seiten. Und du kannst aber auch natürlich deinen Lehrer fragen, deine Lehrerin. Lehrer haben ungefähr 60% Zeit für individuelle Förderung, weil den Rest übernehmen ja die Schüler. Und dieses Material ist auch ziemlich selbsterklärend. Und du hast auch nicht jetzt Angst zu fragen, weil du bist ja auch nicht an die Tafel gerufen oder so. Und lernst ganz viel
auf deine eigene Art und Weise, auch mit unterschiedlichem Material. Und der Lehrer kann sich mal hier hinsetzen, da hinsetzen, mal sich intensiver um Einzelne kümmern und hat eine ganz andere Rolle. Er muss nicht sehen, im Gleichschritt hältst du die alle zusammen, versuchst Störungen zu verhindern. Störungen kommen ja oft dadurch zustande, dass ein Schüler nicht mitkommt, langweilt sich und fängt an, Kügelchen zu werfen. Ist eben so. Ist ja auch langweilig, wenn du nicht mehr mitkommst, musst du dich ja irgendwie durch den Tag kriegen. Ja, wenn Sie als Schulleiter sich mal hinten reinsetzen in bestimmte Stunden und Schulen, ich habe jetzt gerade ein paar Schulleiter, die sagen, du kriegst die Krise, auch im Gymnasium, du kriegst echt die Krise, du hältst halt nicht aus 6 Stunden. Das ist so. Und die Lehrer meinen, sie sind ganz toll und begeistern die Schüler und so. Man muss sich mal unterhalten, damit man mal sein Selbstbild ein bisschen korrigiert. Gut, also die Klassen sind auch ein bisschen anders. Die haben Luft, die haben Raum. Die sind genauso groß wie bei Ihnen, 58 Quadrat, aber wir haben Platten. Nicht jeder hat so einen großen Tisch. In der Mitte ist ein Montessori-Teppich, da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist jetzt, du entscheidest selber, wann du den Test schreibst. Ja? Wir müssen aufpassen, also wir haben da so ein paar Systeme eingebaut, dass nicht ein Kind ein halbes Jahr an einem Thema sitzt. Ja, da musst du aufpassen, wir machen alle 6 Wochen Lernstandskonferenz, dann fallen solche Sachen auf oder dass die Kinder nicht ihre Bausteine bearbeiten und melden sich dann nicht zum Test an, weil sie Angst haben. Da muss man überall drauf achten. Aber wenn du dich selber zum Test anmeldest, ist das ganz anderes, als wenn es heißt, morgen wird eine Arbeit geschrieben. Dann liegen nämlich viele Kinder abends im Bett und denken, oh Gott, morgen wird eine Arbeit geschrieben, kann ich alles schnell nochmal was wiederholen und nächsten Tag haben sie den Block. Jetzt ist der Wechsel von du sollst zu ich kann und von nächste Woche 2 Tests, oh Gott, zu wow, nächste Woche will ich 2 Zertifikate machen. Total umgekehrte Haltung. Angst raus, Stress raus, Druck raus und dann sitzt du da im Lernbüro und schreibst deinen Test. Also du testest dich sozusagen selber. Gar nicht so ein Bumbaborium, jetzt sitzen wir da alle, der Lehrer passt vorne auf und so. Ich gucke, ob ich es kann eben. Ne? Im Helfen ist eben die Kultur. Was wir ja oft machen ist, wenn ich das schon erzählt habe, ich habe so viele Vorträge die Woche gehalten, ich weiß nicht, was ich schon erzählt habe und was nicht. Wir erzählen so oft, wie toll Helfen ist und dann nehmen wir das Heft weg, wenn einer dem anderen helfen will. Einen Satz sagen will, der besten Freundin. Das ist ein Kulturbruch ohne Ende. Wir erzählen, soziales Lernen helft euch und so. Und dann willst du das machen, kriegst du dein Heft weggenommen. So, also Helfen wird einfach gelebt und jeder freut sich und ja, es ist nicht, ich will besser sein als du und ich baue nicht mich zu, sondern wir teilen, wir helfen uns, wir lernen alle voneinander. Jeder kann was anderes und zusammen sind wir stark. Und in einem offenen System können Sie natürlich sehr viel auch offen arbeiten. Meinetwegen LRS-Kinder, schwere LRS, vielen Kindern hilft ein iPad zu haben und wenn sie einen Aufsatz schreiben müssen, den aufsprechen zu können, weil die dann nicht in diesen Konflikt kommen, kreativ sein zu müssen und gleichzeitig richtig schreiben zu müssen. Also sprechen die aufs iPad, ne, müssen sich jetzt in einer normalen Stunde vorstellen, wird sowas ja alles stören. Und so kann man sehr offen ganz viel individuell auch da einbauen. Wir haben vor 4 Jahren 75 Flüchtlinge aufgenommen. Die meisten waren unbegleitete Flüchtlinge, die sind in dem offenen System, konnten wir die sehr gut und schnell integrieren. Das ist ein Format jetzt, wo du lernst, dich selber zu organisieren, deinen eigenen Lernweg zu gestalten. Jetzt müssen Sie sich nicht vorstellen, Sie gehen morgen in Ihre Klasse und sagen den Schülern, jetzt machen wir mal Selbstorganisation und die können das alle. Das muss man, manche warten nur drauf und manche brauchen Zeit. Und ich würde mal sagen, so am Ende unserer 10. Klassen oder Anfang der 10 können alle sich selber organisieren. Alle. Auch die chaotischen und so. Weil wir Hilfsmittel eingebaut haben. Ein Hilfsmittel ist unser Logbuch. Also jeder Schüler hat ein Logbuch, da steht alles Wichtige drin, auch was die so machen müssen. Und dann hast du eine Doppelseite für die Woche, wo du immer den Überblick hast. Und das Zweite, das Wesentliche ist,
Jeder Lehrer, jeder Klassenlehrer hat die Hälfte der Schüler als Mentor, als Coach und hat 2 bezahlte Stunden für Einzelcoaching. Das heißt, jeder Schüler kriegt jede Woche ein kurzes Einzelcoaching und kann dann entsprechend begleitet werden. Bringt sein Logbuch mit. Im Logbuch musst du auch immer eintragen, wie du gearbeitet hast nach jeder Doppelstunde. Also voller Kreis, alles gegeben, Lehrerkreis nur rumgetrödelt und dazwischen gibt es noch andere 2. Sehr schnell merken die Schüler, ich lerne für mich. Nicht für die Note, nicht für den Test, auch schon alleine, weil es den Testtermin nicht gibt. Noten geben wir erst Ende, also nach 3 Jahren. Ich kenne aber auch Schulen, die so arbeiten, die müssen Noten geben. Die sind dann ganz klein, du kriegst ein persönliches Zertifikat, top, was ist dir gut gelungen, Tipp, worauf solltest du beim nächsten Mal achten. Also eine persönliche Rückmeldung. Du bist nicht eine Nummer im System, sondern du bist ein Mensch, der eine persönliche Rückmeldung kriegt. Hohe Wertschätzung, auch mein Lehrer hat immer Zeit für mich. Die sagen, oh, ich kann immer zu meinem Lehrer, mein Lehrer hat immer Zeit für mich. Dabei haben wir Lehrer, die nur 3 Tage in der Schule sind. Aber ich kann immer hingehen, weil das ist so der Glaube. So, ne? Und ein Kind hat mal gesagt, ein 12-Jähriger hat mal gesagt, das ist wie unten abgefedert, oben nicht gedeckelt. Weil du kannst ja auch immer schneller sein und mehr machen, aber du wirst immer abgefedert und so weiter. Ne? Also ist wirklich gut. Aber auf die Haltung kommt es an, auch auf die Haltung, wie du so ein Gespräch führst. Ob du, wenn ein Kind sich die ganze Woche schlecht einschätzt, weil es vielleicht auch tatsächlich nicht gut gearbeitet hat, ob du dann sagst, wieso hast du so wenig geschafft, also nächste Woche aber mal ran. Oder ob du sagst, du, was ist los die Woche? Ne? Ich sehe hier so und so, ach ja, mein Hamster ist gestorben, meine Eltern streiten sich oder whatever. Ne? Ein Kind macht 2 Bausteine in Englisch, meldet sich nicht zum Test an, das fällt ja alles dadurch auf und sagt, boah, Englisch-Test, ne, ich, Grundschule, Horror für mich. Englisch-Test mache ich nicht. Okay, was kann dir helfen? Wie können wir eine Brücke bauen? Machen wir den ersten Test mündlich. Gehen wir mal zum Englischlehrer, holen den mal dazu und so weiter. Das passiert alles in diesen Coaching-Gesprächen. Die machen wir im Übrigen bis zum Abitur, also auch noch in der Sek. 2. Ja, ich hatte schon im ersten Teil mehrfach angesprochen, wie wichtig Umgang mit Komplexität ist, Projekt lernen, eigenen Fragen nachgehen, relevante Themen bearbeiten. Das haben wir so gelöst, wir haben einfach einen Projekttag die Woche. Und ich kann Ihnen sagen, das ist das Beste, was Sie machen können. Stunden reingeben, Anteile reingeben und Sie haben einen Tag, wo aber jetzt nicht steht, aber Mathe, dieses und jenes musst du da machen. Sondern einen Tag, so 4 Stunden würde ich sagen, sollte der haben, wo die Kinder eben zu Oberthemen eigenen Fragestellungen nachgehen können. Bei uns haben wir 3 große Projekte im Jahr, die immer so 6 Wochen dauern. Ja, da kannst du dann auch mit Partnern zusammenarbeiten. Sagen Sie mal, ein Künstler, er könnte immer kommen, dienstags von 11 bis 11:45. Dann sagt er, so kann ich doch nicht künstlerisch arbeiten. Kaum habe ich mich auf die eingestellt, ist die Stunde zu Ende. Aber wenn Sie so Projekte haben, können Sie sich NGOs reinholen, außerschulische Partner. Gerade zu diesen ganzen großen Zukunftsthemen haben wir ja gar nicht das Wissen. Können wir uns ja gar nicht alles einreichen. Und passiert ja jeden Tag was Neues. Im Projekt kannst du viel machen. Und ich sage mal ein Beispiel, Oberthema ist Wasser. Eine Gruppe wollte wissen, wie funktioniert das Klärwerk in Berlin. Dann sind die da hingegangen, haben sich das alles angeguckt, haben mit Experten gesprochen. Dann lernt sie nämlich, wie führe ich ein Experteninterview. Alle diese Deutschanteile sind natürlich im Projekt mit drin. Dann haben sie das gebaut. Eine andere Gruppe wollte wissen, was macht Nestle da in Brasilien. Die kaufen die Brunnen auf, verkaufen das Wasser. Die Menschen haben gar kein Geld. Menschenrecht auf Wasser ist verletzt, haben viel recherchiert, waren bei NGOs. Haben einen Vortrag gehalten, die dritte Gruppe hatte virtuelles Wasser im Fernsehen gehört, hat das nicht ganz verstanden, ist auf den Alex, hat 100 Leute befragt zu virtuellem Wasser, 98 hatten den Begriff noch nicht gehört, 2 wussten auch nicht so recht Bescheid, dann haben sie eine Ausstellung gemacht mit Pappmaché, sind auf den Alex, haben die Leute aufgeklärt, der Stand war den ganzen Tag voll. Virtuelles Wasser ist von der Wiege bis zum Produkt. Sie haben dann zum Beispiel herausgefunden, dass in einer Jeans, wenn wir die kaufen, mehr Wasser ist, als ein Mensch in 20 Jahren trinkt. 8000 Liter Wasser, das hat sie ziemlich geschockt. Und es wird ja hinterher alles in der Klasse geteilt. Unsere Kinder sagen, wenn ich die mit habe, sagen die oft, der Tollste ist, die Lehrer lernen genauso viel dazu wie wir.
Ja, und aus diesem virtuellen Wasser mit der Jeans ist geworden ein Straßentheater dazu und anderthalb Jahre später Klamottentauschbörse, weil die dann gesagt haben, wir rennen immer nach Kick oder nach, wie heißt das ja, Primark, ne, kaufen uns für 3 Euro eine Jeans, schmeißen die weg, wir kaufen uns jetzt vernünftige und dann machen die Klamottentauschbörse, ist total lustig und jetzt hatten wir schon die erste für Eltern. Also Projekt kann man auch an diesen relevanten Themen aufziehen und wichtig ist, dass wir diese Räume schaffen. Und die Lehrer haben jetzt wieder die Aufgabe, den Prozessbegleiter zu machen. Es ist gut, wenn Lehrer Fortbildung dazu machen, sonst denken Lehrer, dass sie das Projekt einbringen und kommen dann mit Arbeitsblättern an zum Projekt. Das ist nicht das Projekt, aber solche Fortbildung gibt es ja. Und man muss nicht warten, bis ein ganzes Kollegium fortgebildet ist. Man kann im laufenden Prozess auch dazulernen. Wichtig ist, beim ersten Projekt scheitern meistens etliche Kinder am Zeitmanagement. Aber das ist ja die Aufschieberitis, ist ja auch eine Lehrer- und Erwachsenenkrankheit-Phänomen, sage ich mal. Und dann setzt man sich zusammen und sagt, oh, woran hat es gelegen? Was kannst du beim nächsten Mal besser machen? Und nicht Projekt 6, nicht fertig geworden oder so. Ja, also immer in diesem Prozess des Dazulernens. Wir haben noch, ich gehe jetzt nur auf ganz wenige Elemente ein, wir haben jede Woche die Schulversammlung, das ist auch was Schönes. Da kommt nämlich die ganze Schule zusammen. Und man hat so das Gefühl, wir sind eine große Gemeinschaft und unsere Schule hat ja auch ein Ethos. Wir stehen ja für etwas. Ja? Wir stehen für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, setzen uns ein, machen was und so. Immer eine Klasse bereitet die Schulversammlung vor und die fängt immer an mit dem öffentlichen Loben oder sich bedanken. Und die Kinder, die Sie da sehen, stehen alle an zum Loben. Und manchmal haben wir 3 Lobe und manchmal 20. Und wir fangen auch unsere Lehrerkonferenzen so an. Machen Sie das, habe ich den Schulleitern heute Morgen schon gesagt. Ich hoffe, da trauen sich einige, weil es ist total schön, du kriegst auf einmal Raum, um jemandem etwas zu sagen, was du immer schon sagen wolltest, aber in der Hetze in der Schule kommst du da nicht zu. Und es ist ein ganz starkes Element dann plötzlich von Menschlichkeit und menschlicher Begegnung. Und habe ich schon viele Tränen in den Augen gesehen, weil da einfach eine ganz andere Atmosphäre plötzlich reinkommt. Und dankbar zu sein und mal zu überlegen, bringt uns in die Fülle. Die Werbung will uns eintrichtern, wir seien Mängelwesen. Und sich zu erinnern, was alles da ist, wofür man dankbar sein kann, bringt einen wieder in die Haltung der Fülle. Und es gibt ein ganz tolles Projekt in Österreich, da werden Sie noch drüber lesen. Gehen Sie mal auf die Lernwelt von Peter Schipek. Es ist in Österreich ein Film gedreht worden, der heißt Wenn die Schale überfließt. Dabei geht es um Dankbarkeit. Und 28 Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, erzählen sehr berührend. Der ist jetzt gerade in die Kinos gekommen. Ich war Montag in Steyr, zurzeit läuft er in Kirchdorf noch und geht jetzt hier so durch die Kinos. Und den gibt es im Herbst als DVD mit Material für die Schulen. Auf der Seite Lernwelt finden Sie da mehr zu. Ist ein Projekt auch von Bruder David Steiner-Rast. Ja, die Schulversammlung. Was machen wir da noch? Die Geburtstagskinder kommen auf die Bühne und werden besungen. Wir singen das Lied der Woche. Gemeinsames Singen ist eine große gemeinschaftliche Atmosphäre. Und manchmal lernen wir auch ein Lied der Woche. Du kannst ja mit dem Beamer und einem Lehrer mit Klampfe, kannst ja schnell auch ein Lied lernen. Und wenn Sie verschiedene Kulturen haben, lernen wir Lieder aus verschiedenen Kulturen und. Und dann gibt es immer noch Platz für die Klasse, die das organisiert, für ihre Themen. Ja, vielleicht erzählen die, welches Projekt sie gerade machen oder sie laden sich mal einen Imker ein oder einen Biobauern oder einen Mensch, der irgendwas Besonderes macht. Oder man kann auch sagen, achtet mal auf wichtige Daten, ne, 27. Januar, Holocaust-Gedenktag, 1. Dezember, Welt-AIDS-Tag, 10. Dezember, Menschenrechte, wenn das so in der Woche lag, oder auch interkulturelle bedeutsame Tage und so weiter und so fort. Das können die Klassen sich selber gestalten. Oh, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich fange schon an, schnell zu reden.
Zum Halbjahr gibt es bei uns schriftliche Auszeichnungen. Die Klasse überlegt, wer eine Auszeichnung verdient, und die Lehrer können natürlich auch eine geben und Schulleitung auch. Ich lasse mal hier ganz kurz anspielen. Dazu gibt es alles Filme, ausführlichere auf der Seite von der ESBZ. Lieber Fritz, wir möchten dich auszeichnen als Teamplayer des Jahres der Klasse 2. Du bist gegenüber deinen Mitschülerinnen und Mitschülern ebenso wie gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern in diesem Schuljahr stets offen, freundlich und hilfsbereit aufgetreten. Du hast andere Schüler bei der Lernbüroarbeit, zum Beispiel als Language Assistant, unterstützt und deinen eigenen Lernfortschritt dabei nicht aus den Augen verloren. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir jetzt einige Auszeichnungen zu vergeben, die besonders von den Lehrern auch kommen, zum Beispiel für den Maximilian. Der Maximilian hat nämlich in der 11. Klasse mehrfach einen Vortrag über Physik gehalten, so dass dann die Elftklässler auf uns zukamen und gesagt haben, wir wollen, dass der Maximilian nochmal in unserer Klasse die Vertretung für den Physikunterricht übernimmt. Unglaublich. Maria wird, und das steht auch nochmal, so kannst du das in deinem Lernbüro nachlesen, für die größte positive Entwicklung im Mathe-Lernbüro im Team 1 ausgezeichnet. Ja, man erfährt da auch ziemlich viele gute Sachen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der, also von dem Maximilian habe ich da erst erfahren, und der ist hochbegabt in Mathe und Physik, sonst ist er ein ganz normales Kind. Ja, und dadurch, dass wir so ein offenes System haben und in der Jahrgangsstufe 12 der Matheunterricht zufällig parallel lag zum Lernbüro, ist er nicht im Lernbüro gewesen, 9. Klasse, sondern in Klasse 12 Matheunterricht mitgemacht. Ne? Also ist immer ganz schön, dann gehst du so in die Ferien und hast dein Zertifikat und kannst halt deinen Eltern zeigen und der Oma, und natürlich kannst du solche Dinge mitnehmen zu deinen Arbeitgebern, wo du dich bewirbst, und das zählt ja heute mehr als ein Zeugnis, wenn du dich eingesetzt hast und über deine Persönlichkeit etwas da steht. Jetzt komme ich zu unseren wichtigsten Fächern. Auch, also ich sage nochmal den Musterbruch. Der Musterbruch im Lernbüro ist, du hast jeden Tag eine andere Gruppe vor dir und die ist noch jahrgangsgemischt. Du kannst einfach nicht sagen, was haben wir denn gestern gemacht und jetzt erkläre ich euch mal und so weiter, sondern du gibst deine Fähigkeiten und deine Beziehung dann, wenn die Kinder das brauchen, und wirst Prozessbegleiter. Im Projekt ist der Lehrer Prozessbegleiter, die Kinder gehen eigenen Fragen nach. Musterbruch. Und jetzt kommt ein Musterbruch, der heißt, das Leben stellt die Fragen. Wir haben nämlich ungefähr 30% der Lernzeit findet gar nicht in der Schule statt, sondern im Leben als Echterfahrung. Und nicht als virtuelle Arbeitsblatt-Bucherfahrung. Ist auch eine Erfahrung, ja. Und die Lehrer sind gar nicht dabei, besuchen aber die Kids und gehen wieder in Beziehung und Reflexion. Und jetzt kann man auch sagen, wir kümmern uns jetzt um die Gesellschaft und machen jetzt Selbstwirksamkeitserfahrung. Kannst im Projekt ja auch schon. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir gründen gerade Educators for Future, und unser Plädoyer wird dahin gehen, zu sozusagen dieser Projektzeit, die dem Thema Zukunft gewidmet ist, Sustainability, Frieden, Zukunftsfragen, und die sich nicht in Theorie, nur mit Theorie befasst, sondern ins Handeln dann geht. Und das finde ich ist eine tolle Weiterführung von Fridays for Future. Wir eröffnen euch die Räume, dass ihr tatsächlich was machen könnt. Ich muss noch dazu sagen, dieses von der UNESCO, Paradigmenwechsel, Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung, betrifft drei Bereiche. Ein Bereich heißt innovative Lernformate, die Schülern Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglichen, in der Schule und außerhalb. Das zweite heißt Gebäude und Campus. Leben, was wir lehren. Können Sie morgen anfangen, mit den Schülern zu überlegen, wie gehen wir hier eigentlich um mit Plastik, mit Müll, mit Energie, in weiterführenden Schulen mit, oder in allen, mit Mobilität. Ne? Muss alles gefahren werden. Ich weiß, dass auf dem Lande das ein bisschen schwieriger ist, aber die Kinder können ja mal Forderungen stellen an die Stadtverwaltung.
Und dazu muss ich noch sagen, manchmal höre ich, wir tun ganz viel, wir sammeln Müll getrennt. Getrennt Müll sammeln ist nicht so besonders. Weil es geht überhaupt nicht auf das Thema Müll vermeiden. Ja, macht mal Müll, wir sammeln den schön. Abgesehen davon, dass er ja wieder zusammengekippt wird. Aber es muss um Müllvermeidung natürlich gehen. Plastik und so, alles können Sie viel machen. Umweltfreundliche Schulmaterialien und. Da finden Sie ganz viel auch in dem Heft von meiner alten Schule, weil wir das alles schon damals gemacht haben. Sprüche dazu und die ganze Schule hat einfach mitgemacht. Okay, jetzt bin ich hier ja bei den Fächern im Leben. Das erste heißt Verantwortung und ist eigentlich so einfach, dass man sich fragt, wieso man es nicht schon vorher erfunden hat. Verantwortung lernst du, indem du Verantwortung übernimmst. Und an der Essener Schule, da war es so, da hatten wir auch einen so einen Projekttag. Da haben aber nicht die Schüler, sind nicht so eigenen Fragestellungen nachgegangen, sondern wir haben uns immer als Klasse ein Thema gesucht, wo was getan werden muss in Essen. Wir haben Waldlehrfahrt gebaut, Spielplätze betreut, also und sowas. Und dann haben die Kinder, als sie in die 7. Klasse kamen, haben gesagt, wir brauchen doch gar keine Lehrer. Wir können doch ohne Lehrer uns selber engagieren. Und die Lehrer haben alle gesagt, ihr seid doch viel zu klein, könnt ihr eine 10. Klasse machen, ihr seid viel zu klein. Die Eltern haben gesagt, ihr seid viel zu klein. Ich fand jetzt nicht, dass die zu klein sind und die Kinder fanden auch nicht, dass sie zu klein sind. Und dann haben wir beschlossen, ihr macht das jetzt ein Jahr, wir besuchen euch, wir evaluieren und dann entscheiden wir. Wir haben einstimmig entschieden, genau das richtige Alter, in der Pubertät raus ins Leben, Selbstwirksamkeitserfahrung machen, sich engagieren, nützlich für die Gesellschaft sein. Verantwortung bedeutet, du bekommst 2 Stunden Schulzeit geschenkt und suchst dir eine ökologische oder soziale Aufgabe im Gemeinwesen. Manche gehen in ihre alten Kindergärten oder auch in anderen Kindergarten, lesen davor, spielen mit den Kindern, bauen Fußpfad, machen dies und jenes. Manche Kinder, die sich so für Naturwissenschaften interessieren, denken sich kleine naturwissenschaftliche Versuche aus, gehen in eine Grundschule oder einen Kindergarten. Man kann auch schön eine NMS und eine Grundschule in so einem Projekt zusammenführen. Also Ideen gibt es genügend, man muss nur auch die Kinder fragen, kann auch ein bisschen anregen. Und mit alten Menschen machen wir auch eine ganze Menge, entweder privat, viele sind einsam, haben niemanden oder auch in Seniorenheimen. Die Pfarrer wissen ja meistens Bescheid oder hier in so kleineren Dörfern weiß man ja auch, wo Hilfe gebraucht wird. Freiwillige Feuerwehr und alles dieses kann dazugehören. Manche gehen in ihren Sportverein, machen Aufwärmtraining für die Kiddies oder machen DLG oder werden Sanitäter, Schulsanitäter. Und wir geben einen Nachmittag dafür, also Schulzeit, wir sind ja Ganztagsschule. Wenn man jetzt Halbtagsschule ist, muss man gucken. Man kann auch sagen, in Ethik oder Religion, ein Jahr gelebtes Evangelium oder jede Stunde, Doppelstunde wird 10 Minuten gekürzt, dann hast du auch die Zeit und so weiter. Da muss man kreativ sein. In der Ganztagsschule ist das ein super Format, wo man richtig Sinnvolles tut. Die Kinder können Energieberater werden und Eltern beraten, so eine kleine Beratungsstelle aufmachen. Dies ist noch aus meiner alten Schule in Essen, da haben wir schon mit Flüchtlingsheim gearbeitet im Jahre 2000. Und was passiert ist eben, was Sie da lesen, die Kinder strahlen, du hast ein gutes Gefühl. Das ist ein Herzbildungsfach. Da wartet einer, die freuen sich, ich kann was tun, ich kann mich einbringen. Und wir wissen ja auch, dass Menschen, die solche Erfahrungen machen, sich auch später stärker in die Gesellschaft einbringen und dass davon das Gemeinwesen ja auch lebt. Wir haben ein Projekt, wir gehen in Schulen im sozialen Brennpunkt, davon gibt es in Berlin genügend, wo eigentlich nichts mehr läuft, in die ersten Klassen und helfen da im Unterricht und auch nachmittags. Und die Lehrer sagen, könnt ihr nicht jeden Tag kommen? Die Kinder kommen angerannt, lernst du heute mit mir? Ist sehr, sehr wirksam. Der Schlüssel ist, glaube ich, dass die Kinder, die eigentlich da sonst abgehängt werden und zu den Bildungsverlierern gehören, dass die wissen, da ist jemand, der an mich glaubt und der kommt jede Woche. Auch wenn die manchmal mit unterschiedlichen arbeiten, die denken alle, für mich kommen die jetzt, da wieder die Kinder von der ESBZ. Ist ein skaliertes Projekt, da gibt es eine Website zu Bildungsbande, da können Sie Filme und alles so sehen, kann man so sofort nachmachen.
Computerkurse für Senioren, Handykurse, alles Mögliche kann man machen. Ich habe heute Morgen schon gesagt, ich glaube, ein schönes Projekt hier so für einen ländlichen Raum wäre, wenn Kinder mit älteren Menschen wenn die Kinder Lust dazu haben, das können wir ja auch nicht aufdrücken, aber diese ganze Weisheit von altem Heilwissen geht ja verloren. Die Kinder von heute schmeißen sich für alles sofort eine Pille rein, haben da ja überhaupt keine Probleme mit. Und dieses alte Wissen geht verloren. Und da könnte man super mit den älteren Menschen sich treffen, ein Buch machen, die Pflanzen suchen, pressen. Und das Buch könnte immer mehr wachsen und so ein oberösterreichisches Buch werden oder. Also da gibt es auch schöne, glaube ich, regionale Sachen, die man für die Identität auch gut in Projekte organisieren kann. Ja, ich weiß nicht, kennen Sie den Felix? Felix Finkbeiner? Ja, das war im Jahre 2008. Der Felix ist heute 19, hat das Bundesverdienstkreuz letztes Jahr bekommen und hat die größte Kinderrechte-Klimabewegung der Welt aufgezogen. Die Kinder haben in allen Ländern der Welt Bäume gepflanzt. 3 Milliarden in den 10 Jahren. 3 Milliarden Bücher geschrieben, Weltkinderrat. Gibt es eine ganz tolle Website, Plan for the Planet. Ich wiederhole nochmal, sollte einen Vortrag halten. Zu der Zeit war gerade Al Gores Film, Eine unbequeme Wahrheit, rausgekommen. Und er hat im Internet recherchiert, Wangari Maathai gefunden. Das ist eine Afrikanerin, die den Friedensnobelpreis 2004 bekommen hat, weil sie den Green Belt mit anderen Frauen in Afrika gepflanzt hat. 30 Millionen Bäume. Davon war er inspiriert, hat gesagt, können wir auch. Ich könnte Ihnen jetzt 10 solcher Beispiele bringen, wo Kinder was sehen und sagen, können wir auch. Wie hätten Sie reagiert, wenn ein Schüler von Ihnen 9 Jahre alt sagt, lasst uns in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen? Ich glaube, viele würden denken, ach, lass den Kleinen mal spinnen. Ich sage mal nichts, aber lass ihn mal spinnen, wird schon noch seine Träume sich aus, wird schon noch die Realität entdecken. Ein paar hätten vielleicht gedacht, wie, 1 Million Bäume, wie willst du das denn machen, das geht doch gar nicht und so. Aber seine Lehrerin hat gesagt, Felix, geh durch alle Klassen. Seine Schulleiterin hat gesagt, Felix, raus in andere Schulen. Seine Eltern haben ihn unterstützt und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Wir haben ihn sofort eingeladen als Mensch mit Botschaft. Und wir hatten da selber erst 144 Kinder, die waren genauso alt wie der Felix. Und wir haben dann beschlossen, wir pflanzen 100.000 Bäume. Große Vision. Berlin ist die Hauptstadt. Visionen sind immer besser als klein-klein und dann kommt auch mehr auf dich zu, wenn du eine große Vision hast, hat eine große Energie. Aber wir dachten, ein Baum, 1 Euro, wir schreiben alle Schulen an. Berlin hat 300.000 Schüler, haben wir gedacht, in einem Jahr haben wir unseren Kinderwald gepflanzt, die Fläche war da. Keine Schule hat mitgemacht. Und wir haben nur die Schulleiter erreicht über den Mailinglisten. Einzelne Lehrer hätten vielleicht mitgemacht. Ich habe mit vielen Schulleitern gesprochen. Na, wann sollen wir das machen? Gar keine Zeit. Die Lehrer sind alle überlastet, fällt ja Unterricht aus und so. Und zu dem Programm vom Felix gehört, dass Kinder ausgebildet werden zu Klimabotschaftern. Also das Programm läuft ja immer noch. Sie können den auch hier nach Oberösterreich holen. Klimabotschafterausbildung heißt, du kriegst die Facts, du kannst einen Vortrag halten, du überlegst dir, wo kriegen wir Geld her, sieht man da gerade die Grundschulkinder, wie die da überlegen im World Café, wie kommen wir an Presse, wo können wir bei Vorträge halten, wie können wir die Menschen inspirieren und aufwecken. Und wir haben dann gesagt, das können auch Jugendliche, diese Kinder ausbilden, das brauchen nicht Erwachsene machen. Das ist auch dann vom Plan for the Planet so übernommen worden. Und wir haben dann alle Grundschulen angeschrieben und hatten in einer Woche 137 Anmeldungen. Und wir haben ja insgesamt 600 Klimabotschafter ausgebildet, also unsere Jugendlichen, die Grundschulkinder, und tatsächlich 3 Jahre später unseren 100.000. Baum gepflanzt. Das hat die ganze Schule unglaublich zusammengeschweißt, diese gemeinsame große Vision. Wir sind auch Sonntagsbäume pflanzen gegangen mit Eltern und Kind und Kegel. Und ich habe jetzt heute so Eltern von uns sagen, eigentlich fehlt der ESPZ wieder so ein großes gemeinsames Projekt, wo wir alle dran mitarbeiten, weil das war schon eine ganz starke Kraft.
So, jetzt muss ich mich beeilen und entscheiden. Die waren 11 und 12, als sie das Projekt gestartet haben. Green School Bali ist eine Schule mit auch offenem Unterricht und die haben diesen einen Future-Tag, also diesen Projekttag, wo du rausgehen kannst und etwas für die Welt tun kannst. Und die beiden haben sich jetzt um Plastik gekümmert. In Bali schwemmt der ganze Scheiß an, aber in Bali wird auch alles in so kleine Säckchen verpackt und verbrannt. Dabei entstehen Dioxine, das haben sie dann alles rausgefunden. Sie haben innerhalb von einer Woche 5 andere Schulen mit im Boot gehabt. Ein Team von 150 Kindern haben an einem Tag 4 Tonnen Plastik aufgesammelt und sind jetzt dabei, alle Dörfer von Bali plastiktütenfrei zu machen. Und dann machen die irresten Sachen. Und ja, nur weil sie diese Gelegenheit haben. Und ich finde eben wichtig noch dieses mit den Green Leaders of Today. Ne? Green School Teachers to be Green Leaders of Today, darum geht es ja. Und sie wollen signifikant sein. Warum sollen sie warten, bis sie erwachsen sind? Und die Kinder warten nicht. Die machen sich dann nieder im Klassenchat, dann sind sie wer. Wenn wir ihnen keine relevanten Themen geben. Und ich zeige mal noch die letzte Minute. Die erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an die Fridays da. Bitte. Ja, interessant jetzt. Ich bin auch ab und zu hier benachbart in der buckligen Welt. Da fangen auch Schulen an, sich zu verändern. Und viele Schulen haben die Schulversammlung eingeführt und kümmern sich auch um die Global Goals, auch zum Teil eine NMS. Macht ganz viel mit den Kindern in der Grundschule. Und ich war dann in so einer Schülerversammlung und habe einen Vortrag gehalten und habe diesen Film auch gezeigt. Dann habe ich eine E-Mail gekriegt, 3 Wochen später vom Schulleiter. Und der hat gesagt, aus allen Klassen haben sich Green Leaders gemeldet. Und die haben die Green Leader-Konferenz gegründet und kümmern sich jetzt um das Thema Energie. Das haben sie sich als erstes Global Goal genommen. Haben so ein 3-Jahres-Programm, haben eine Polarforscherin eingeladen und als die dann kam, kam heraus, die war mal Schülerin dieser Schule, das wussten sie gar nicht, und haben dann eine, also ich spreche jetzt von 3. Klasse NMS, ja, haben eine Umfrage gemacht, nee, die 4. und die 1. zusammen haben dieses Projekt gemacht, diese Green Leaders von der 4. und der 1. zusammen. Haben eine Umfrage gemacht in 3 Dörfern mit 3 Generationen zum Thema Klima. Haben die Ergebnisse ausgewertet, haben die öffentlich gemacht, sind in die Stadtversammlung, ich weiß nicht, wie das hier heißt, bei Ihnen da hingegangen und haben dann, sind Sie gerade bei, gehen in die Bürgermeister-Sprechstunde und da kommen ja Leute hin, die mit dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin sprechen wollen und mit denen machen Sie den ökologischen Fußabdruck. Kann man ja im Internet so machen. Die meisten haben noch nie gehört, dass es überhaupt einen ökologischen Fußabdruck gibt und haben sich ganz viel vorgenommen, machen jetzt in der eigenen Schule viel, stellen auch Anforderungen an die Kommune und so weiter, ausgelöst dadurch, dass sie sich jetzt um die Global Goals kümmern und dass sie den Melati-Film da gesehen haben und haben gesagt, wir wollen auch Green Leaders sein. Ja? Und Kinder lassen sich echt inspirieren, wollen was machen, wir müssen ihnen die Räume geben. Jetzt stelle ich noch ein, dieses ist aus Feldbach, da passiert auch ganz viel, Feldbach in der Oststeiermark, sind auch alle Schulen auf dem Weg, haben eine gemeinsame Vision und der Bürgermeister ist voll mit im Boot und der hat jetzt allen Schulen so einen Satz Sitzwürfel von den Global Goals geschenkt und da war auch ein großer Tag mit den Kindern, da bin ich auch gewesen, habe auch mit den Kindern gearbeitet, war sehr, sehr schön. Ja, und jetzt stelle ich noch ein sehr wirksames Format vor, was Sie auch sofort implementieren können, ohne die ganze Schule zu verändern. Das heißt Herausforderungen und bedeutet, wir lassen die Jugend mal frei. Weil die ist ja schlimm, wie die bewacht werden, ständig von uns und Eltern. Die Älteren unter ihnen haben wahrscheinlich früher noch losgezogen, sind die am Wochenende mit dem Fahrrad im Heuhaufen geschlafen, waren bei den Pfadfindern und so. Es gibt ja noch die Pfadfinder, aber das nimmt ja immer mehr ab. Herausforderung heißt, bei uns
Die acht, wenn die 13, 14, 15 sind, dreimal kriegen sie 3 Wochen Schulzeit geschenkt und suchen sich eine Herausforderung außerhalb von Berlin. Haben 150 Euro zur Verfügung. Die kommen von zu Hause, 5 Euro pro Tag. Aber wer jetzt Hartz IV oder so kriegt, kriegt die von der Kommune. Was machen die? Viele gehen wandern, Fahrrad fahren oder paddeln. Aber da ist ja auch schon die Bandbreite groß. 3 so kleine Jungs sind mal über die Hohe Tatra gegangen. Mit dem Bus erst so durch die Gegend, dann da über den Berg. Oder manche wandern von Berlin nach Hamburg, haben sich in Hamburg Suppenküche organisiert. Manche fahren mit dem Fahrrad bis nach Dänemark, helfen da in einer Schule und. Alles Mögliche. Es fährt jemand mit, der über 18 ist, aus rechtlichen Gründen. Und da haben wir Kooperationen mit Universitäten und nehmen sehr gerne angehende Sozialarbeiter oder angehende Lehrer, weil die auf Herausforderung lernen, was sie leider im Studium immer noch nicht kriegen, nämlich wie tickt eine Gruppe, psychologisches Wissen, sie sehen, welches Potenzial in den Kindern steckt und sie machen auch mal auf und begeben sich auf eine große Herausforderung. 3 Wochen mit pubertierenden Kids, Tag und Nacht. Ist eine Herausforderung, ist so ein out of the box. Ne? Eigentlich, also ich bin gerade dabei, wenn in Deutschland haben wir jetzt 50 Schulen, wenn das immer mehr werden, möchte ich das gerne implementieren in die Lehrerausbildung, in erste oder zweite Phase. Ja, das wird alles gut geplant und dann gehen die los. So, wer wandert, hat so zwischen 14 und 25 Kilo auf dem Rücken, je nachdem, ob man zwischendurch einkaufen kann oder nicht. Ja, und dann passieren so allerhand Dinge. Und spätestens am 5. Tag läuft das Leben nicht mehr nach Plan. Passiert irgendwas und dann musst du dich entscheiden. Dann kannst du dich auf die Wiese setzen und jammern, wie schrecklich die Welt ist. Dann sitzt du da aber noch um 2 Uhr nachts. Denn von 150 Euro kannst du dir weder eine Jugendherberge noch einen Zeltplatz leisten. Das heißt, du musst anklopfen, hallo, können wir bei Ihnen übernachten? Am Anfang haben sie, ach, geh du, nachher reißen sich da drum zu klopfen. Ja, sie kommen und können wir in ihrem Garten zelten, können wir was für sie tun. Eine Gruppe hat neulich, die haben gar kein Zelt mitgenommen, die hat gesagt, die Herausforderung ist jetzt, dass wir immer drinnen schlafen. War ganz toll, haben sie geschafft. Leute, die kommen wieder und sagen, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. So hilfsbereit, die haben mit uns Reibekuchen gemacht und dieses und jenes. Also ist eine tiefe soziale Erfahrung. Die Menschen sind freundlich und nicht so, wie wir die aus den Medien kennen. Alles schrecklich und abweisend, sind die ganze Zeit meistens in der Natur, kriegen ganz viel mit. Sie kommen wieder und sind dankbar für alles, was sie haben. Danke, Mama, dass du kochst. Eine Dusche, ein warmes Bett. Warmes Wasser und so, also auch mal wertschätzen, was eigentlich so im Überfluss da ist. Und du lernst natürlich Team. Ja, 3 Wochen, du kannst nicht nach Hause gehen. Natürlich kriegen die Streit, von Zickenkrieg bis sonst was. Aber sie lernen damit umzugehen. Und sie, die ganze Zeit lernen sie, ganz viel steckt in mir an Potenzial. Und die begleitenden Studierenden lernen das auch. Ich zeige jetzt keine Filme, weil die Zeit voranschreitet. Ja, und was sie vor allen Dingen lernen, ist der Umgang mit Unsicherheit. Du weißt nämlich wirklich nicht, was passiert, weil es läuft eben oft nicht so nach Plan. Und für die große, ich bin jetzt wieder bei der großen Transformation gesellschaftlich, müssen wir ja loslassen im Vertrauen auf das, was wir noch nicht kennen, auf das Unbekannte und die Unsicherheit. Und das lernen wir da. Und die lernen zu scheitern, weil wenn das Leben nicht nach Plan läuft, dann haben die eine neue Idee und dann ist plötzlich das, was wir immer predigen, aus Scheitern und Fehlern lernst du am meisten. Jetzt haben sie die Situation. Wir können jetzt sehr predigen in der Schule, die machen keine Fehler und die wollen nicht scheitern, weil dann kriegen sie eine 5, dann bleiben sie sitzen, dann werden sie der Schule verwiesen und unser ganzes Predigen, wie toll es ist, Fehler zu machen, wird nicht gelebt als Realerfahrung. Ja, das ist Herausforderung, ein sehr gutes Projekt für Berufswahlvorbereitung, denn 60% der Kinder, die heute in die Schule gehen, werden in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt. Sie werden wahrscheinlich zwischendurch arbeitslos, sie müssen sich neu organisieren, sie müssen mit disruptiven Veränderungen umgehen und das lernst du alles auf Herausforderung. Wenn du 3 Herausforderungen hinter dir hast, bist du ein gestandener Mensch.
Echt, das ist so. Unsere Kinder fallen ja auch überall auf. Boah, solche Kinder wollen wir auch haben. Ja, schickt sie auf Herausforderung. Dann habt ihr die, vertraut denen, öffnet euren Unterricht, dann habt ihr auch solche Kinder. Es gibt dazu viele, viele Filme im Internet, auf der Website der ESBZ, aber auch sonst. Ich kann die jetzt nicht zeigen. Wir gehen noch einen Schritt weiter in der ESBZ. Nach dreimal Herausforderung kommt die tiefe interkulturelle Erfahrung. Und die lernst, hast du am besten, wenn du in einem anderen Land bist. Sie gehen alle für 3 Monate in eine andere Kultur, in ein soziales oder ökologisches Projekt, was sie sich selber auch wieder suchen. Und vorhin hat mich eine Kollegin angesprochen, die haben, ach, sie waren das, ne? Eine Schule in Ghana ist natürlich toll. Habe ich wieder eine Idee, kann ich wieder in den Topf geben. Ja, nur kurz. Die sind 16 und haben keine Aufsicht. Ein Problem. Aber wir haben den Leitsatz, geht's nicht, gibt's nicht. Wir finden für alles eine Lösung. Und dann haben wir eine kleine Gruppe gehabt und ein Vater, der Rechtsanwalt ist, hatte die Lösung. Nach 10 Jahren hast du deine Schulpflicht erfüllt. Die sind in Klasse 11. Die melden sich ab und melden sich nach 3 Monaten wieder an. Die Eltern übernehmen die Verantwortung dann für die Zeit natürlich. Die sind auch alle versichert, wir schließen so Zusatzversicherungen ab und so, bei Herausforderungen auch. Ne? Ja, und dann gibt es immer Reflexion und Campusöffnung, alle können gucken kommen, die erzählen. Und beim Schulfach Herausforderung so, der Tutor, der hat ja, jeder Lehrer hat ja seine 13, der hat 1 Stunde Herausforderung im Plan und geht die Kinder besuchen und kriegt oft echt eine neue Erfahrung. Die coolen Jungs, die dann plötzlich ihr Herz öffnen, Fair Play machen im Kindergarten, mit alten Leuten total wunderschön umgehen und so weiter. Wenn die in der Schule sind, zack, machen die wieder ihre Peer Group an. Ja, nur coolen Jungs und so. Ist auch für Lehrer eine richtig schöne Erfahrung. Ja. Ja, und da wir wahnsinnig viel Besuch hatten und alle Leute gucken wollten und so weiter und so fort, daher weiß ich, die Leute spüren, wir müssen etwas verändern, aber es fehlen die Bilder. Und deswegen machen wir Lehrerfortbildung, die Schüler machen die und haben viele Gäste, andere Schulen machen das ja auch schon inzwischen. Und dann habe ich 2012 Schule im Aufbruch gegründet, weil es von oben nicht kommen wird. Wir müssen das von unten machen, uns gegenseitig ermutigen, inspirieren, eine Bewegung werden und dann wird auch was passieren. Und Schule im Aufbruch Österreich wurde dann 2014 gegründet. Martin Ruckensteiner ist da, der Geschäftsführer. Der erzählt Ihnen gleich, was alles in Österreich läuft. Das Buch zur Initiative ist hier Schule im Aufbruch. Ist übersetzt schon interessanterweise auf Polnisch, Kroatisch, Ukrainisch, Russisch, Koreanisch. Und morgen, dafür fahre ich gleich nach Bratislava, werde ich das Slowakei, Exemplar in der Hand haben. Schule im Aufbruch Deutschland ist ausgezeichnet von der UNESCO, also hochrangig ausgezeichnet, UNESCO und Bundesbildungsministerium als Helfer für die Umsetzung des Weltaktionsplans in Schulen, weil Deutschland hat so einen nationalen Aktionsplan. Ja, Schnelldurchgang. Gut ist, dass Sie alle da sind und es hier weitergehen wird, da bin ich ganz überzeugt. Die Vision ist die ganz große, darum geht's, habe ich die Karten hinten hingelegt. Und zum Handeln braucht man Mut und manchmal verlässt er einen und dann ist immer gut, man hat eine Mutkarte in der Tasche. Und ich habe Ihnen Mutkarten mitgebracht, die lege ich gleich da hinten auf die Tische. Mut kann man immer gut gebrauchen und genau, in diesem Sinne entwickeln Sie die Schule, die zu Ihrem Traum werden kann.